Eingediegene Sadope und herzlich willkommen hier zum neuen Video. Wie geht's euch, Freunde? Ich hoffe, soweit alles senkrecht. Ja, um was soll es heute gehen? Ist irgendwie komisch, denkt ihr euch? Da stimmt ja was nicht. Eigentlich müsst ihr Landwirtschaftssimulator kommen. Richtig. Ihr konntet auch am Titel schon lesen, dass, naja, wie soll ich sagen, irgendwie sind es zwei schlechte Nachrichten eigentlich jetzt in den nächsten Minuten, beziehungsweise die eine Nachricht davon ist, ja, nicht mal negativ, sondern das ist halt einfach so. Ja, ist ja egal. Fangen wir einfach von vorne an. Warum zwei Nachrichten? Weil, erstens, ich habe euch ja gesagt, ich setze mich mit YouTube in Verbindung und kläre das bezüglich den ersten Part vom 12-Stunden-Livestream, den sich ja schon einige gewünscht haben und schon nachgefragt wurde, wo denn der bleibt. Ja, nichtsdestotrotz muss ich leider an dieser Stelle sagen, bleibt der Part unter Verschluss. YouTube hat mir geantwortet mit der traurigen Nachricht. Ich blende euch hier kurz den Ausschnitt ein. Ist nichts anderes wie, naja, ich sag mal so, auf meine Fragestellung sind sie nicht genau eingegangen. Es bleibt gesperrt aufgrund von Urheberrechtsverletzungen. Ach nee, das konnte ich ja nicht rauslesen. Ich wollte ja wissen, warum. Das habe ich auch in meiner Mail an YouTube so verfasst. Ich wollte einfach genau wissen, warum genau dieser Part gesperrt wurde. Wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass ich Spotify im Hintergrund laufen habe und ich habe halt immer bzw. meistens verschiedene Playlisten laufen. Diesmal hatte ich halt etwas bisschen, so progressives von, also die Tracks sind unter Vertrag bei Sony Music und ich glaube, da liegt auch der Fehler. Das ist ein Major Label. Ja, klar, die anderen Playlists waren von Spinnen, sprich, das wäre auch ein Major Label. Somit ist ja ein bisschen komisch, ne, dass ja, wenn Tracks von Spinnen laufen, das kein Problem ist, aber wenn Tracks von Sony Music laufen, dann schon. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie schräg. Wie gesagt, die Monetarisierung ist abgeschaltet, wäre abgeschaltet gewesen. Auch bei der Veröffentlichung habe ich schon in der Verarbeitung abgeschaltet, aber trotzdem hat mir da leider YouTube das verwehrt und sie haben mir aber nicht genau erklärt, warum, beziehungsweise mir das nochmal detailliert beschrieben oder irgendwie, soll ich sagen, sie haben nur auf einen Hilfsartikel eben verwiesen, wie ihr im Screenshot erkennen konntet. Ja, der Hilfsartikel ist alles schön und gut, habe ich mir auch gelesen, keine Frage. Bevor ich jetzt wen kontaktiere, lese ich eh zuerst im FAQ, was ich denn falsch gemacht habe und ich weiß ja grundsätzlich, was Recht und Unrecht ist, was das betrifft. Aber nun gut, ich muss leider akzeptieren, da kann man nichts machen. Schade, dass YouTube da nicht eine bessere Auskunft gegeben hat, um ehrlich zu sein. Kommen wir nun zum zweiten Punkt und zwar, wie gesagt, es wäre eigentlich an dieser Stelle Landwirtschaftssimulator zu sehen, aber wir hatten ja Ostersonntag am Sonntag, wer hätte das gedacht? Und bei uns ist halt immer so im Team, Ostersonntag ist nix. Da hat sowieso jeder den ganzen Tag eigentlich mit Familie zu tun und irgendwie halt Aktivitäten, Ostern halt einfach, ja. Ihr kennt das, Freunde. Und Sonntag ist ja abends unser Aufnahmetag und dann haben wir einfach, dann lassen wir immer aus. Das war ja letztes Jahr schon so, von daher ist das nichts Neues. Aber es ist halt jetzt ein bisschen doof, weil es halt eben, ja, dienstags die Folge kam. Also heute hätte die Folge kommen müssen, ja, so muss man ja sagen, dass es richtig ist. Und ist halt nichts da. Aber seid nicht traurig, wie gesagt, da wollte ich meinem Team einfach die Auszeit gönnen. Der eine oder andere hätte bestimmt Zeit gehabt, ja, keine Frage. Ich hätte auch zu später Stunde Zeit gehabt, überhaupt kein Thema. Aber halt, das ist so Brauch, sag ich mal fast. So wie Ostern Brauch, es ist bei uns eben auch dieser Ruhetag auch Brauch, sag ich jetzt mal. Aber okay, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse deswegen. Ich dachte, ich bringe einfach ein Infovideo und informiere euch und kläre euch da auf. Jetzt wisst ihr auch nun, wie es mit dem 12-Stunden-Livestream mit Part 1 aussieht. Ja, den kann ich euch leider nicht mehr zur Verfügung stellen. Aber jetzt bin ich auch so frei und erwähne das hier mal an der Stelle. Ich habe es geschafft, mir den Part runterzuladen. Habe jetzt beide Teile, also die 6-Stunden-Teile, die 2, habe ich am PC gespeichert. Sprich, da werde ich mir ein bisschen Best-of rauscutten. Schauen wir mal, was ich die Woche schaffe. Dann wird es das nochmal so ein bisschen zusammengefasst gegeben, wo wir halt den größten Spaß hatten, wo irgendwas Schräges passiert ist, was auch immer. Deswegen auch Best of, ja. Ich meine, sagt eh der Name schon. Nun gut, Freunde, an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Ihr könnt ihr euch dann jetzt in der Endcard einmal hier abonnieren, einmal hier ein anderes Video ansehen. Ich zeige schon auch den Daumen nach oben, sprich, ihr müsst auch Daumen nach oben geben, wenn ihr das versteht, beziehungsweise es trotzdem feiert, dass ich was gebracht habe, würde mich sehr, sehr freuen. Morgen allerdings dann ganz gewöhnlich Ghost Recon Wildlands in der Let's Play Folge geht es dann weiter. Langsam aber sicher neigt sich dem Ende zu. Wir haben nicht mehr viel. Ich mache das jetzt ein bisschen auf Druck, sagen wir mal so, dass das mal ein Ende bekommt, weil sonst wird es eh schon so lang. In diesem Sinne, ich bin raus und sage tschüss, ciao und bye bye.